Ich kann das einfach nicht verstehen, Jan. Die Vogelscheuche scheint die Vögel fernzuhalten. Aber jeden Morgen, wenn ich hier vorbeikomme, ist die Saat weggefressen. Vielleicht sind's gar nicht die Vögel. Aber natürlich sind es die Vögel. Die warten immer, bis ich nicht hingucke. Heute Nacht war ich mit einer Taschenlampe hier, hab aber keinen entdeckt. Heute Nacht? Aber Vögel sind... Jan? Bist du da? Hört sich nach Max und Emma an. Hallo, was macht ihr beiden denn hier? Wir wollen uns in Plätscherbach die Weihnachtsbeleuchtung ansehen. Jetzt schon? Es ist ja gerade erst der Herbst vorbei. Und rate mal, wer die Beleuchtung anmacht. Warte, lass mich nachdenken. Boombox Hammer! Ist das ein Mensch? Klingt mehr wie ein Werkzeugkasten. Oh Jan, er ist der Beste! Hörst du dir denn nie die Hitparade an? Wir dachten, vielleicht hast du Lust mitzukommen. Tja, ich bin sicher dieser Bim, Bam. Boombox Hammer! Also sicher ist dieser Bumm oder wie er heißt, toll, aber ich habe eine Menge zu tun. Nett, dass ihr gefragt habt. Okay, wir versuchen, ein Autogramm für dich zu kriegen. Mach's gut! Ich glaube, ich werde alt. Ich kenne nicht einen einzigen Popstar mehr von heute. Wissen Sie, Jan, ich glaube, ich habe gerade einen wunderbaren Einfall. Damit muss ich Sie allein lassen, Herr Junker. Ich muss den kleinen roten Traktor aus der Werkstatt holen. Soll ich Sie hinfahren? Nein, danke. Ein kleiner Spaziergang wird mir gut tun. Also gut, ihr verflixten, saatfressenden Vögel. Max und Emma haben mich auf eine Idee gebracht. Hallo? Ist ja ziemlich ruhig hier. Hey, was macht dieses Teleskop denn hier? Jan, wie geht's dir? Gut. Was willst du mit dem Teleskop? Hast du es nicht gesehen? Was gesehen? Das UFO! Ein Raumschiff? Ja! Ich hab heute Nacht blinkende Lichter am Himmel gesehen. Hell wie der Tag. Ich glaub, du wirst langsam wunderlich. Komisch, das hat Nicola auch gesagt. Wie kommst du darauf, dass ein Raumschiff Kurs auf Walters Werkstatt nimmt? Vielleicht wollten sie einfach nur tanken. Euch vergeht schon das Lachen, wenn in der Zeitung steht, der erste Mensch, der ein echtes UFO fotografiert hat. Der kleine rote Traktor ist fertig und läuft besser als je zuvor. Danke, Nicola. Er steht da hinten. Sehr lustig, Nicola. Entschuldige, Paps. Glaubst du wirklich, dein Raumschiff kommt heute Nacht wieder? Wenn es so ist, werde ich ein tolles Foto von ihm machen. Danke, Nicola. Ruf mich an, wenn du was entdeckst, Walter. Klar, mach ich. Komm jetzt, es gibt eine Menge zu tun. Hallo ihr, ihr wolltet euch doch die Weihnachtsbeleuchtung in Plätscherbach ansehen. Das ist leider abgesagt worden. Schade. Boombox Hammer hat starke Halsschmerzen. Darum kann er nicht dabei sein. Dann hat der Bürgermeister versucht, die Beleuchtung anzumachen. Aber das hat nicht geklappt. Oh, darum seht ihr so traurig aus. Mal sehen, ob es mir gelingt, euch ein bisschen aufzumuntern. Aber du bist doch kein Popstar, Jan. Und du hast doch keine Lichter oder sowas. Stimmt, aber vielleicht habe ich dafür eine Überraschung für euch. Oh Mann, die Glühbirnen müssen durchgebrannt sein. Ich werde hier nie irgendwas finden, wenn ich kein Licht habe. Ah, warte mal. Na, so geht es doch. Heute kommen mir aber wirklich tolle Ideen. Gut, und jetzt müssen wir nur noch die Lichterketten finden. Ah, da sind sie schon. Oh, ist nur noch eine vorhanden. Wo sind denn die anderen geblieben? Es wird immer dunkler. Also gut, wir... Ja, Moment! In der Werkstatt haben Sie sicher noch welche. Komm, kleiner roter Traktor, wir müssen uns beeilen. Walter schließt nämlich bald. Puh, jetzt hab ich alles. Du willst hier doch wohl nicht etwa die ganze Nacht in der Kälte sitzen, Papp. Ich hab was zu trinken, Nicola, und ein paar Brote. Mehr brauche ich nicht. Man sieht doch nicht jeden Tag ein UFO. Richtig. Die meisten Menschen sehen sie im ganzen Leben nicht. Hallo, so schnell wieder da? Ich hoffe, dass ihr ein paar Weihnachtslichterketten für mich habt. Ich möchte nämlich Max und Emma überraschen. Ach, du wirst es nicht glauben, Jan. Wir haben heute Nachmittag die letzten verkauft. Oh Mann, ich hätte sie noch heute Abend gebraucht. Herr Junker hat sie gekauft. 5 Kartons, alle, die wir hatten. 5 Kartons Lichterketten? Was will er denn damit? Das weiß ich. Er wirkte übrigens sehr aufgeregt. Da ist es wieder. Was denn? Das UFO! Ihr wolltet mir ja nicht glauben, habt mich wunderlich genannt. Da, seht es euch selbst an. Merkwürdig. Es ist ein UFO! Wahnsinn! Ich wusste es!
Ich habe so etwas noch nie gesehen. Es scheint irgendwie aus der Richtung des Gutshofs zu kommen. Wow, du hast recht. Die Sache werde ich mir mal ansehen. Komm, kleiner roter Traktor, schauen wir uns mal an, was da vor sich geht. Ach komm, kleiner roter Traktor, du bist doch kein Angsthase. Bis später. Wo ist meine Kamera? Wo? Schnell! Ich muss ein Foto machen. Ist ja komisch, das ist mir gestern Nacht auch passiert. Das müsste jetzt wohl funktionieren. Wo sind Sie, Herr Junker? Ich bin hier, Jan, am Tor. Es mag Ihnen als eine seltsame Frage erscheinen, aber was machen Sie da? Ich habe Ihnen doch von der Vogelplage erzählt. Die habe ich jetzt mit einem Zaubertrick in den Griff bekommen. Jetzt bin ich aber richtig gespannt. Nun, die Vogelscheuche tut ihre Dienste während des Tages. Aber nachts hilft sie nicht. Und da fiel mir ein, wie die Kinder sich über die Weihnachtsbeleuchtung unterhalten haben und dachte, dass sie die Vögel mit Lichterketten nachts von der Saat fernhalten könnten. Ganz genau. Und wie Sie selbst sehen, kein Vogel. Herr Junker? Ja? Vögel sind nachts sowieso nicht da. Sie schlafen. Schlafen? Ja, sie schlafen. Sicher schlafen sie, aber... Aber doch nicht die Eulen, Jan. Die sind nachts wach und fressen meine Saat. Mäuse. Eulen fressen nicht die Saat. Sie fressen Mäuse. Also, habe ich mein Feld völlig sinnlos beleuchtet. Tja, ich fürchte ja. Aber es sieht ganz wunderbar aus. Walter steht vor der Werkstatt und ist überzeugt davon, dass ihre Lichterketten ein UFO sind. Was bin ich für ein Narr? Ich habe 5 Kartons Lichterketten gekauft. Ist halb so schlimm. Ich kaufe sie Ihnen ab. Ich kann sie nämlich gut gebrauchen. Das ist ein Wort, Jan. Wenn Sie bitte niemand davon erzählen würden, von den Vögeln und dass sie nachts schlafen und solche Sachen. Dafür wird's schon zu spät sein, Herr Junker. Sie haben die ganze Nachbarschaft beleuchtet. Ach. Ich glaube es nicht. Ich glaube es einfach nicht. Ich habe es ja selbst kaum glauben können. Ich habe noch nie ein ganzes Feld beleuchtet mit Weihnachtslichterketten gesehen. Das werde ich nie vergessen. Ich auch nicht. Ich habe 36 Fotos davon gemacht. Dabei ist Herr Junker sonst so ein helles Köpfchen. Ja, bei so viel Licht ist jeder ein helles Köpfchen. Wir sollten darüber nicht lachen. Herrn Junker war es richtig peinlich, als ich ihm erklärt habe, dass Vögel nachts schlafen. Und ich kann auch endlich wieder schlafen. Ich habe Emma und Max gesagt, sie sollen vorbeikommen zu einer Lichteinschaltzeremonie. Und dann essen wir selbst geröstete Kastanien am Lagerfeuer. So, alles fertig. Gut, danke für deine Hilfe, Walter. Jetzt ist alles bereit. Hallo, Jan. Wow, sieh dir all die Lichter an. Toll, wart ihr aber fleißig. Es ist alles bereit für die Lichtzeremonie. Ja, schaltet es an. Also natürlich werden wir diese Aufgabe unseren Ehrengästen überlassen. Max und Emma. Und jetzt alle zusammen. 3, 2, 1, los! Wow, sieht das toll aus. Danke, Jan. Haben wir gern gemacht. Und jetzt, wer möchte geröstete Kastanien? Ich! Oh, das hätte ich fast vergessen. Ich habe noch eine Überraschung. Was für eine? Kommt her, ihr zwei. Ich habe noch eine Aufgabe für unsere Ehrengäste. Drück mal auf diesen Schalter hier. Wer braucht schon Bumbox-Hammer, wenn wir hier unseren eigenen Superstar haben?